Ich habe eine Rede vorbereitet, aber die werde ich jetzt nicht halten. Damit hatte keiner gerechnet. Ludwig Sporrer, einer der vier Kandidaten für den Landesvorsitz, zieht seine Kandidatur zurück und macht somit den Weg frei für... Und deswegen rufe ich jetzt zur Wahl von Gisela Sengel auf. Sengel setzt sich durch, knapp, mit 50,93%. Damit ist er raus, der alte Vorsitzende und Mitbewerber Thomas von Sanowski. Demokratie lebt von der Auswahl. Ich kann zurückblicken auf 2,5 Jahre als Landesvorsitzender, in der ich unglaublich viel erreichen durfte. Und ich wünsche dem neuen Vorstand sehr viel Erfolg. Doch auch Gisela Sengel musste zittern. In der ersten Abstimmung hatte sich Eva Lettenbauer durchgesetzt. In ihren Bewerbungsreden rückten die beiden ähnliche Themen in den Fokus. Die Liebe zum ländlichen Raum, Stärkung der Kreisverbände vor Ort, die Vielfalt Bayerns, Verständnis für die Bauern. Die Wut der Bauern ist verständlich, aber daran ist nicht grüne Politik schuld, sondern der Mangel an grüner Politik. Die Schäufele-Liebhaber und die Veganerinnen, die Studierten und die Handwerker, die Stadterer und die Leute am Land, die Jungen und die Alten. Das alles gehört zu Bayern. Doch auch das gehört gerade zu Bayern. Unzufriedene Landwirte. Der Lindauer Bauernverband hatte am Rande des Parteitags zum Protest aufgerufen. Und die Grünen wollen hinhören und ins Gespräch kommen. Und jetzt live aus Lindau zugeschaltet die neue Grünen-Co-Chefin Gisela Sengel. Frau Sengel, grüß Gott und guten Abend. Wir haben es gerade gehört im Beitrag, zuerst knapp verloren, dann als Co-Chefin knapp gewonnen. Empfinden Sie das als echten Rückenwind? Was als echten? Rückenwind. Ich freue mich einfach total, dass ich gewählt worden bin. Ich glaube, es war einfach die Stimmung für Veränderung auch da. Und es war ganz klar, dass wir Grüne auch eine starke Stimme am Land brauchen. Und das dafür stehe ich. Ja, aber kann es sein, dass die Partei ein bisschen unentschieden ist, wer da an der Spitze stehen soll? Das habe ich nicht das Gefühl, das war doch jetzt eine Entscheidung. Wir sind halt sehr diskussionsfreudig. Und jetzt ist doch ganz klar, wir sind zwei Frauen. Wir sind... Eine Jüngere, eine Ältere, also ich finde, besser geht es eigentlich gar nicht. Die Entscheidung finde ich sehr, sehr gut und ich werde mit der Eva Lettenbauer super zusammenarbeiten. Wir ergänzen uns einfach richtig gut und die Grünen hat eigentlich nichts Besseres passieren können. Ja, jetzt haben wir auch gehört, die Grünen wollen mehr auf dem Land punkten. Wie wollen Sie die Festungen der CSU und Freien Wähler denn stürmen und vielleicht sogar einreißen? Also solche Festungen sind das ja schon lange nicht mehr. Und also da bin ich schon geübt drin. Ich war ja 10 Jahre im Landtag und ich habe eigentlich gute Arbeit gemacht vor Ort. Und mein Gott, ich kenne mich gut aus am Land. Ich weiß, wie die Leute reden. Ich gehe da hin, wo die Leute sind. Ich habe keine Angst vor Stammtisch und Bierzeit. Mir gefällt das und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ja, aber Frau Sengel, Sie kamen ja letztes Jahr für Traunstein nicht mehr in den Landtag. Ist das schon mal so ein kleines Signal? Der Kampf ums Land, der wird richtig hart. Ja, genau, da haben Sie vollkommen recht. Wir haben in den Städten einfach sehr, sehr gut abgeschnitten. Da sind wir wirklich total gut verankert. Aber am Land haben wir einfach Zustimmung verloren, so ehrlich muss man sein. Und die wollen wir wieder zurückgewinnen. Ja, bremst die Ampel da vielleicht dabei bei den bayerischen Grünen? Klar, sagt jeder. Ich meine, wenn man unsere Bundespolitik ist eigentlich sehr gut, gerade für die Leute am Land. Wenn man nur an die Energiewende denkt, die findet am Land statt. Da konnte auch sehr viel Wertschöpfung stattfinden. Ein Bürgerwindrad, das dient der Kommune vor Ort. Ich glaube, wir müssen halt unsere Politik auch besser erklären und positiver erzählen. Ja, Frau Sengel, zum Schluss noch. Was packen Sie denn als neue Grünen-Co-Chefin am Montagmorgen zuallererst an? Zuallererst fahre ich in die Landesgeschäftsstelle und freue mich einfach auf die vielen Mitarbeiterinnen, die ich dann kennenlerne. Wir werden eine kleine Konferenz gleich machen und wir werden uns gleich mal darüber auseinandersetzen, wie geht es jetzt weiter. Ich meine, wir haben als nächstes einen Europawahlkampf vor uns. Wir haben gleich sehr viel zu tun und das werden wir am Montag sofort anpacken. Also viel Arbeit noch in der kommenden Zeit. Dankeschön, Gisela Sengel. Genau.